Hallo, ich bin der Tim und willkommen zum zweiten Teil der Reihe Coole Küchengimmicks. Heute geht es ein bisschen um den Spülenbereich und als erstes möchten wir euch gerne den Cooker vorstellen. Mit dem Cooker könnt ihr nicht nur sprudeln und stilles Wasser gefiltert direkt aus dem Hahn bekommen, sondern auch kochend Wasser, was für Teetrinker eine extreme Erleichterung ist. Natürlich könnt ihr den Wasserhahn trotzdem immer noch als ganz normalen Wasserhahn benutzen. Als nächstes haben wir die Blanco-Armatur mit der Messbecherfunktion. Wenn ihr kein kochend Wasser braucht in der Küche aus dem Wasserhahn, ist diese Armatur die bessere Wahl wahrscheinlich, weil ihr ganz einfach an der Seite mit dem Drehregler die Milliliteranzahl dosieren könnt und er automatisch nach der Abgabe dieser Milliliteranzahl abschaltet. Als drittes haben wir für euch die Blanco Zenar. Die ist perfekt geeignet für Küchen, die wenig Arbeitsfläche bieten, weil die Spüle selber zur Arbeitsfläche wird. Sprich, ihr habt ein verschiebbares Schneidbrett aus ESG-Sicherheitsglas, auf dem ihr schneiden könnt und schnell das Ganze wieder abspülen könnt. Das war der zweite Teil von Coole Küchengimmicks. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und solltet ihr mehr davon sehen wollen, folgt uns auf Social Media und besucht unsere Website.